Moin ihr Lieben, das hier ist Daniel Schulte vom Deutschen Roten Kreuz. Und mit uns Meyers, mit Schollmeier und Tom Meyer, wird er uns zeigen, was die wichtigsten Handgriffe zur Ersten Hilfe sind, wenn es darauf ankommt. Damit ihr perfekt vorbereitet seid. Wir haben die Person, die dort liegt, vermeintlich leblos. Ich muss anfassen. Ansprechen. Hallo. Hören Sie mich? Genau, ein bisschen schütteln an den Schultern. Können Sie mich hören? Ich höre nichts. Mhm. Dann drehe ich jetzt in dem Fall ihn vorsichtig um. Genau, dann muss die Atmung überprüft werden und dazu muss er auf den Rücken. Das geht natürlich jetzt bei der Puppe anders wie bei dem echten Menschen. Ja. Den würde man wahrscheinlich nicht so anheben. Aber so, wir probieren es jetzt so. Ich überprüfe die Atmung. Dazu muss man den Kopf überstrecken. Mhm. Man fasst an die Stirn und an das Kinn, überstreckt leicht den Kopf, öffnet den Mund und geht dann mit dem Ohr über Mund und Nase. Ich höre keine Atmung, da bewegt sich auch nichts. Dann geht es direkt los mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, aber erst, nachdem man den Notruf abgesetzt hat. Okay, also entweder, wenn ich alleine bin, selber Notruf absetzen oder jemanden dazurufen. Genau. Ich brauche Hilfe, wir brauchen den Notruf. Genau. Dann geht's los, indem man den Reißverschluss öffnet. Die muss auch blank da sein. PH stört überhaupt nicht. Einfach in der Mitte des Brustkorbes, also ungefähr hier in der Mitte der Linie zwischen den beiden Brustwarzen, eben den Handballen aufsetzt und direkt anfängt, 30 Mal runterzudrücken. Genau, dazu überkreuzt man am besten so ein bisschen die Finger. Genau, und 30 Mal drücken. 1, 2, 3, 4. Etwas schneller im Takt. Man muss so ungefähr 100 Mal pro Minute die Brust eindrücken. Und das Ganze 5 bis 6 cm tief. Und für die sich das nicht merken können, man kann von der Seite einfach so ungefähr sagen, ein Drittel der Brustkorbhöhe muss eingedrückt werden. Man muss schon mit ordentlich Kraft, dass das runtergeht. Genau so, ja. Bei einem echten Menschen dann. Genau, und nach 30 Mal drücken wird dann der Kopf wieder leicht überstreckt, wie eben gezeigt. Und es werden zwei Beatmungen durchgeführt, entweder in die Nase oder, wenn das nicht geht, in den Mund. Genau. Genau, und direkt 30 Mal weiter drücken. Und das macht man dann, bis der Rettungsdienst kommt. Ruhig, etwas schneller. 30. Und weiter. Das ist ganz schön anstrengend. Die Richtlinien sagen, dass man alle 2 Minuten, wenn man die Möglichkeit hat, wechseln sollte. Das funktioniert dann so, dass du am Drücken bist, übergehst zur Beatmung und ich dann schon noch nicht aufsetze, aber dann eben jetzt von hier direkt nach deiner Beatmung von dieser Seite übernehmen. Mhm.